Wir sind wach. Es ist kurz nach 6 und wir packen so langsam ein, weil der Bus da fährt irgendwann. Und wir haben hier draußen geschlafen, also neben dem Gebäude hier. Also wir haben nicht da drin geschlafen, weil da ist eine richtige 100-Füßler-Plage. Hier ist alles voll von diesen 100-Füßlern. Dieser ganze Lost Place ist hier voll. Und nicht, dass die in unseren Mund reinkriechen und so weiter. Und deswegen haben wir hier draußen geschlafen. Es hat zum Glück nicht geregnet, aber so richtig viel Luftfeuchtigkeit war da. Der Schlafsack ist klamm und feucht. So, die ganzen letzten Nächte haben wir Müllsäcke als Unterlegplane benutzt. Und dann habe ich in meinem Fall noch meine Jacke hier drunter gelegt und dann meinen Schlafsack drüber. Und das hat geklappt. Ich habe keine Rückenschmerzen oder so, aber ich habe auch einen gesunden Rücken, glaube ich. Das ist richtig cool. Ich bin so uneingeschränkt. Ich kann auch Abenteuer ohne Isomatte machen.